Hey Leute, das ist der 15. Part, nee, der 14. Part Let's Play Pokémon Platin im dunklen Ewigwald. Also wir haben uns im letzten Part hier mit Reisa getroffen. Das ist die da hier, mit der ich gerade den Platz tausche. Und sie hat uns gebeten, mit ihr zusammen durch den Ewigwald zu laufen. Wir bekommen sogar am Ende eine schöne Belohnung von ihr, welche wir sehr gut gebrauchen können. Also jetzt, und sie heilt auch immer unsere Pokémon. Das heißt, hier wird es ein gutes Trainingsmoment sein, da sie alle Pokémon von uns heilen wird. Und sie dackelt uns an da unten daher. Auf jeden Fall gibt es hier nur noch Doppelkämpfe dank ihr. Und jetzt geht's erstmal los. Mal so eine Frage. Immer wenn, in jeder Edition, wenn ich was mit Tränen von Käfer-Pokémon lese, immer, zum Beispiel bei Rubin, Saphir, Smaragd, so eine in diesem einen komischen Wald. Ja, wenn du mit dem Käfer-Pokémon in die Schule kommst, dann bist du direkt voll cool. Und der hier, ja, die coolsten Pokémon sind Käfer-Pokémon. Warum? Können wir jetzt eigentlich leider beantworten, warum die Käfer-Pokémon so cool sein sollen? Die Frage, die kann ich bis heute nicht beantworten, weil ich es einfach nicht weiß. Tut mir echt leid, Leute. Aber hey, was soll's? Leben geht weiter, würde ich einfach mal sagen. Und ich hoffe mal, dass dieses Patcherie sonst nicht richtig dick auseinander nimmt. Das wäre nämlich sehr, nee, nachteilhaft, sagen wir es mal so. Naja, wir gucken mal, was sich hier machen lässt. Oder auch nicht. Nicht viel. Lässt sich definitiv nicht viel machen. Das Pachirisu wird uns zu dick auseinandernehmen, deswegen gehen wir auf Bonzo. Der wird dieses Pachirisu besiegen. Nachdem es besiegt ist, wechsle ich wieder auf zu, also auf Blue Bite. Und auf den Kissen und auf Bonzo geht. Ja, zum Glück haben wir gewechselt, sonst hätten wir jetzt eine blaue Fledermaus weniger gehabt. Nicht sehr vorteilhaft. Aber hey. Ich würde einfach mal sagen, Rasierblatt. Nimmt beide. Ist ganz praktisch. Ist in Doppelkämpfen echt richtig praktisch mit Rasierblatt. Also wenn jetzt sogar Schaloko schneller gewesen wäre als Bonzo, dann keine Ahnung. Wenn ich so, och ja, bitte zieh noch weniger ab. Und eine Attacke, die sehr effektiv ist. Ist alles im Moment echt, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie man das so sagen soll. Auf jeden Fall ziemlich blöd. Und ich habe morgen Schule und bin jetzt immer noch wach, um für euch ein Part zu drehen. Ah, und nicht wundern, ich nehme gerade ein paar Parts im Voraus auf, da ich die Woche durchgehend lernen muss, weil ich eine Arbeit schreibe. Und da tue ich einfach schon so viele Parts im Voraus aufnehmen, damit ihr immer doch jeden Tag neue Parts habt. Also bei mir ist gerade heute Sonntag, nur dass ihr es wisst. Ach ja, bitte, jetzt bin ich ja noch vergiftet. Hoi, so hart's zu sein, ne? Ich komme mir gerade vor wie so ein. Was soll das denn bitte? Ach ja. Die meint's echt ernst. Bonzo Level 19, das gefällt mir. Noch 13 Level bis zur nächsten Entwicklung. Also ich glaube, wenn ich so einen Unterton mache, dann müsst ihr echt mein Gesicht dazu sehen, sonst. Das ist dann irgendwie nicht so. Es kommt wahrscheinlich nicht so witzig rüber, wie es rüberkommen soll. Ah, schade. Aber ich bezweifle es, dass ich eine Cam an ranmachen werde. Nicht so meins. Also dann. Nein. Doch, doch, Blue Bite geht ran. Als ob Papinella es schafft, einen Blue Bite zu ownen. Wenn das schafft, dann wer? Natürlich. Natürlich. Wieso war uns das allen nur so klar? Und ja, jetzt, anstatt dass du auf mich einsetzt, dann natürlich. Ich komme mir gerade sehr verarscht vor. Das sage ich ganz ehrlich. Ah, Konfusion. Natürlich, da hat einfach mal gegen jeden von uns irgendwas. Genau. Was ist das denn bitte?
Also, wie ihr seht, mein Team ist jetzt gerade nicht sehr praktisch. Ja, dann muss ich wohl noch etwas heil arbeiten. Aber, naja, jetzt haben wir nur noch diese eine Arena und sobald die nächste Arena kommt, haben wir dann auch schon die besseren Möglichkeiten. Weil ab nach der dritten Arena können wir die nächsten beiden oder letzten beiden Teammitglieder fangen. Finde ich persönlich sehr klasse. Wie ihr steht, wenn ihr sagt, es ist zu früh für das komplette Team oder auch nicht. Ich finde es eigentlich recht gut, da man dann eine super abwechslungsreiche, weil man dann, also weil es dann super abwechslungsreich, puh, schwere Wörter, abwechslungsreich ist. Genau, das wollte ich sagen. Auf jeden Fall, oh, Psychos. Kann schon irgendeiner Biss? Natürlich. Perfekt, er kann Biss. Das heißt, die Psychos werden entpsychopathisiert. Ich kann sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann deine Niederlage sehen, okay? Was kann der andere sehen? Durch die Verbindung von Trainer und Pokémon wird eine große Kraft geboren. Ja, die Kraft, die euch beiden gleich zerstören wird. I'm so sorry, tut mir leid. Psycho Lisa und Linus. Ich sag doch Psychos und zwei Abras. Kraftreserve. Guck mal, das verstehe ich jetzt nicht. Kraftreserve ist doch eine Normalattacke, oder? Wieso ist Kraftreserve gegen Normal-Pokémon sehr effektiv? Das ist wieder so eine Sache, die ich irgendwie nicht verstehe. Ich weiß nicht wieso. So, also ich glaube, dieser Kampf ist dann auch gleich. Ja, yep, er ist definitiv gleich vorbei. So, und den nächsten Kampf gewonnen. Finde ich sehr nice. Sehr, sehr nice. Level 19 für Blue Byte. Gefällt mir. So, ich denke, dass wir auch in diesem Part den ewigen Wald dann. Ewigen Wald, Ewigwald, irgendwie sowas. Dass wir den dann auch verlassen werden, da wir dann fertig sein müssten, normalerweise. Oh, hier unten ist noch ein Doppelkampf. Juhu! Ihr merkt ja meine Reaktion, wie begeistert ich von diesem Pokémon bin. Brauchen wir nicht. Und was haben wir jetzt? Hier kommt Hexablage. Okay. Hexablage ist dieselbe Fähigkeit wie zum Beispiel Großbrand oder wer ist denn an Notdünger und Großbrand, Notdünger und Sturzbach, wenn Käferattacken werden verstärkt, wenn das und das, also wenn wir deren KP niedrig sind. Ich hab da immer nur, wenn in Not. Da wusste ich nie, was damit, wenn in Not gemeint ist. Und mittlerweile weiß ich, dass es halt gelber, roter Bereich heißt. Was ihm nichts bringt, da seine Hexerplage nicht kommen wird. Das ist ein braunes Bumi. Ich glaube, das heißt, es ist ein Bodentyp. Glaube ich. Wobei, nee, das ist Bumi. Bei Bumi ist es, glaube ich, egal, oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es zu einem Mutterpill wird, von daher. Naja, was soll's. Aber ich muss ehrlich sagen, die Trainer sind schon ganz schön gut dabei mit den Leveln, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's gar nicht so hoch in Erinnerung gehabt. Auf jeden Fall trotzdem kein Problem für unseren Blue Byte. Podox wurde besiegt. Shanaira setzt Eierbombe ein. Kaboom. Bumi wurde besiegt. Kommt da jetzt noch was? Oh, von beiden sogar. Einmal ein Panekon? Sagt mal, welches Pokémon findet ihr eigentlich geiler? So, Vaupel, Panekon,
Pudox oder Wampel Schaloko-Papinella? Sagt mir mal eure Meinung. Ich persönlich finde eigentlich Pudox besser, weil das dann so noch Psychoattacken erlernen kann, welche meistens sehr praktisch sind. Papinella ist eher so ein bisschen, ja, das Wettbewerbs-Pokémon, so wie Maike im Anime hat. Aber Pudox finde ich eigentlich persönlich viel geiler. Ist auch eigentlich, soweit ich weiß, ist Pudox sogar stärker. Aber ich bin mir nicht genau, nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist dieser Kampf gewonnen. Gumi wurde besiegt. Mal wieder. Oh, Level 20. Das ging aber schnell. Perfekt. Wir haben bald ein Golbat. Yeah. Wow. Aua. Hat er gerade Aua oder gelacht? I don't know. Ich weiß jetzt nur, dass Reißer unser Team wieder geheilt hat. Und da unten war noch ein Item. Das holen wir uns noch. Ich setze mal schnell einen Schutz ein, damit wir hier nicht gestört werden bei unserem Date mit Reißer. Ja, dam dam dam. Ach, für einen Trank bin ich jetzt hier reingeeilt. So, und noch einen schönen Kampf. Und ich glaube, das wird der letzte in diesem Areal hier sein. La 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 la. Und ein Kampf gegen zwei Psychos. Yippie, schon wieder zwei Psychos. Ich frage mich echt, wieso hier so viele Psychos in diesem Wald rumirren. Was ist mit diesen Psychos nur? Oh, Psychokampf. Ein Enton ist Wasser. Okay, Flügelschlag dahin. Das sollte ihm eigentlich einen Hit geben. Yes, Medite wurde besiegt. Fände ich sehr gut. Und jetzt ist. Quit. Locker, oder? Oder auch nicht. Aber sehr effektiv meinte ich doch. Quit. Entschuldigung. Auf jeden Fall wird dieses Enton jetzt ganz, ganz, ganz schnell besiegt. Komm schon. Ha, Glück gehabt. Jetzt ist wieder Konfusion eingesetzt, hätte es sehr schlecht für mich aussehen. Natürlich. Shanaira. Wofür brauchen wir dich? Zum Heilen. Ja, aber wofür? Sonst kannst du nichts. Enton wurde besiegt. 291. Psycho. Heiko und Psycho Anja. Okay. Okay. Ja, immer diese Psychos hier. Da, 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 da. Ah ja, ich glaube, gleich dürfte unser Geisterhaus kommen. Und wir haben es geschafft. Da oben ist das Geisterhaus, in dem wir auch vielleicht noch reingehen werden. So, vielen Dank. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Sanftblocker. Diese werden wir nämlich gut gebrauchen können, um eine zukünftige Entwicklung zu machen. Ja, wir werden uns wiedersehen. Keine Angst. Okay, mein Stubart bekommt jetzt diese Sanftglocke. Und wir gehen mal raus. Was wir jetzt machen werden, wir gehen jetzt nach Ewigenau genau ins Pokémon Center, heilen uns und dann ist dieser Part zu Ende. Ja, ihr habt richtig gehört, er ist dann zu Ende. Tut mir echt leid. La 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 la. Deine Pokémon sind wieder topfit. Juhu. Okay, ich renne jetzt gleich nochmal zurück, weil im nächsten Part werde ich dann dafür sorgen, dass die Trainer, die wir gerade überlaufen haben, von unserem Zubat schön auseinandergenommen werden. Nur so nebenbei erwähnt. Ihr seht ja, es sind einige hier. So, hier fängt es dann an. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen hoch, einen Kommentar. Entweder wieder mithelfen, dadurch, dass ich ja ein neuer Let's Player bin, was da ihr mir sagt, was kann ich besser machen oder was soll ich lassen oder sonst was. Vorschlag für das sechste Pokémon. Und vielleicht lasst ihr mir sogar ein Abo da, wäre echt cool von euch. Naja, wir sehen uns. Euer KOH.